Zwiebeln sind sicherlich eine feine Art, seine Speisen zu veredeln. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt bei 9,2 Kilogramm pro Jahr. Tendenz steigend. Doch bei Zwiebeln gibt es große Unterschiede, sehr große Unterschiede. Ich kaufe schon lange keine weißen Zwiebeln mehr. Und wieso, das klären wir genau in diesem Video. Es gibt eine neue Publikation, die ich euch hier einmal zeigen möchte. Zwiebeln sind eine wichtige Quelle für Nährstoffe, Antioxidantien, ja, in der menschlichen Ernährung. Diese haben zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften und sind beliebt, weil sie die Auswirkungen von Diabetes, Magenkrebs und Schlaganfälle lindern können, habe ich hier einmal in Studien recherchiert für euch. Die Farbpalette der Zwiebeln reicht von weiß, rosa, rot-violett bis hin zu dunkelrot. Die Intensität dieser verschiedenen Sorten hängt von ihrer Farbe und der Tatsache ab, dass die Pigmentierung eine Resistenz gegen den Zwiebelschimmelpilz Colletotrichum, ja, Circanans heißt ziemlich verwirrter Name, ja, verleiht. Ja. Da rein weiße Zwiebeln anfällig für Infektionen sind, sind Zwiebelpigmente nicht nur wegen ihres Nutzen für die menschliche Gesundheit wichtig, sondern auch wegen der sich daraus ergebenden krankheitsresistent der Zwiebel für sich selbst. Flavonoide sind weit verbreitete pflanzliche Sekundärmetabolite. Ja, im Gegensatz zu Primärmetaboliten sind Zucker, Proteine und Fette zum Beispiel, ja, die Pflanze 100% braucht, sekundär aber nicht. Ja, diese sichern ihr das Leben gegen Umwelteinflüsse. Eine der bekanntesten Funktionen von Flavonoiden ist die Pigmentierung, ja, die Farbe verschiedener Gemüse oder Blumen oder Früchte, ja, und das Ergebnis spezifischer Flavonoide, die als Anthocyan-Verbindungen bekannt sind. Bestimmte Flavonoide, die Anthocyane, tragen bei vielen Arten wesentlich zur Färbung von Obst, Gemüse bei. Da heißt es wichtig zu verstehen, ja, ein roter Apfel hat nichts mit einem Reifegrad zu tun, er korreliert nur damit. Ein roter Apfel war der Sonne ausgesetzt. Ja? Die Reife kommt über die Wurzel oder dementsprechend über den Stiel. Ein roter Apfel, der in der Sonne war, hat aber besonders viele Flavonoide, denn er musste sich vor der UV-Strahlung der Sonne schützen, die zu Radikalen führt und DNA-Stränge auch bei ihm trennen kann. Und zu Funktionsverlusten an dementsprechend Apfel, wie auch immer, führt. Diese Funktionen erfüllen ebenfalls Flavonoide bei uns im Körper, ja, die wir aufnehmen über die Pflanzen. Daher ist es so wichtig, die Posi-Effekte quasi zu nutzen. Ja. Und daher ist es auch sehr wichtig, pflanzenbasierte Kost einzubauen. Ja. Die vorherrschende Pigmentierung in Zwiebeln sind Cyanidin und Delphinidin. Ja. Anthocyane sind für die orange-blauen Farben der Pflanzen zuständig, ja, und sind auch unter anderem wasserlöslich, ja, und werden in der Vakuole der Pflanze gespeichert. Ja. Diese unterscheidet in der Anzahl in den B-Ringen vorhandenen Hydroxylgruppen. Ja, diese führen zu eher blaulichen Farben und die Erhöhung von Methylgruppen führt zu eher rötlichen Farben. Ja, aber nur so am Rande. Es müssen zwei Dinge gegeben sein. Erstens müssen die Gene dafür vorhanden sein, ja, ganz wichtig. Und vor allen Dingen müssen die gegeben, ein Trigger muss da sein, ja, wie zum Beispiel ein Reiz. Zum Beispiel bei der Blutorange, ja, ist es ja so, dass die dunkle Farbe durch Kälte kommt, ja, wissen auch viele nicht. Dazu habe ich folgende Studie für euch vorbereitet aus dem Jahre 2018, die den Unterschied zwischen roten und weißen Zwiebeln hier sehr gut untersuchte. Hier wurde quantifiziert, inwieweit die Flavonoide vertreten sind in beiden Exemplaren, also weiß und rote Zwiebel. Um exakt zu sein, sind die roten Zwiebeln mit 4740 mal, ja, so vielen Flavonoiden hier ganz weit vorne, ja, und 25 mal so viel Anthocyane sind ebenfalls enthalten. Doch wieso ist dies so relevant? Anthocyane haben in Meta-Analysen, das heißt in einer Zusammenfassung aus vielen Studien, gezeigt, dass die Hirnleistung, ja, wie das Gedächtnis, statistisch signifikant verbessert wurde. In einer anderen Meta-Analyse aus Goldstandard-Studien, das heißt randomisiert placebo-kontrollierten Studien zu Herzgesundheit, heißt es, die signifikanten Verbesserungen bei den Kontrollgruppen des Blutzuckerspiegels und der Blutfette sprechen für den Nutzen von Anthocyanen bei der Prävention und der Behandlung von kardiometabolischen Erkrankungen. Und zuletzt senkte es noch Entzündungen in Goldstandard-Meta-Analysen. Damit ist es aber nicht getan. Schaut man sich noch andere sekundäre Pflanzenstoffe an, wie zum Beispiel Quercetin, das eine gelbe Farbe hat und eigentlich das Oxidationsprodukt von Cyanidin ist, ja, sieht man denselben Trend, ja, Faktor 1000 mal höher in der lilanen Zwiebel im Vergleich zu weißen Zwiebeln.
Diese wirkt aber nochmal anders. Ja. In einer Meta-Analyse aus dem Journal American Heart Association, ja, aus 11 Goldstandard-randomisierten Studien, wurde die Wirkung auf den Blutdruck systolisch wie auch diastolisch untersucht. Die Ergebnisse der Meta-Analysen zeigten eine statistisch signifikante Wirkung der Quercetin-Supplementierung bei der Senkung des Blutdrucks, ja, die möglicherweise auf eine Dosierung von ca. 500 Milligramm pro Tag begrenzt ist, ja, oder darüber dementsprechend auch hinaus. Das ist wichtig, denn der Blutdruck führt zur Verdickung der Herzwand nach innen, dass das Herz immer weniger Volumen hat und sich dadurch auch der Puls erhöht, weil das Herz immer mehr schlagen muss quasi, um das gleiche Volumen noch auswerfen zu können und dann entsprechend langfristig auf eine Überlastung und dementsprechend auch zur Todesursache Nummer 1 weltweit, und das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch Entzündungen spielen hier eine große Rolle, ja. Bei der Manifestation der Todesursache Nummer 1, ja, laut Meta-Analysen zusammenfassen, lässt sich also sagen, dass es ausreichend Beweise gibt, ja, für die signifikante Wirkung von Quercetin auf den zirkulierenden CRP-Spiegel in Meta-Analysen, das heißt Entzündungswert, ja. Das ist nur über Zwiebeln schwer zu erreichen. Da ist es sehr wichtig, auch gesunde Lebensmittel zu addieren aus verschiedenen Bereichen einfach, ja, um wirklich diese Werte anzuheben, ja. So. Aber die Zwiebel trägt sehr, die roten Zwiebel tragen sehr, sehr stark dazu bei, ja. Aber auch andere sekundäre Pflanzen wie Kämpferol, ja, oder Myrizitin, ja, sind hier immer ein Vielfaches höher konzentriert, ja, als in der weißen Zwiebel, sehen wir in der roten Zwiebel, ja. Heißt das jetzt, dass wir nur noch Zwiebeln kaufen sollen, die rot sind oder müssen oder wie dementsprechend halt, ne? Nein, es ist einfach nur, es ist bewiesen, dass diese anscheinend gesünder sind, ja. Weil eines besser ist, heißt es nicht, dass das andere schlecht ist, ganz wichtig, ja. Es gibt auch Studien, Meta-Analysen zu Zwiebelgewächsen, die klar zeigen, dass sich der Konsum von diesen immer lohnt, ja. In einer Meta-Analyse wurde festgestellt, dass der Verzehr hoher Mengen an Aliumgewächsen, ja, das Risiko für Magenkrebs verringern können, ja. Dies muss aber noch in weiteren Studien dementsprechend auch evaluiert werden, ja. Zur Aliumfamilie gehört auch der Knoblauch, ja, und dieser zeigt wohl die potenteste Wirkung, ja. Denn Meta-Analysen heben diesen immer öfter hervor, ja, wie zum Beispiel dieser. Der Verzehr von Aliumgewächsen, besondere von Knoblauch, wird mit einem geringeren Risiko für Prostatakrebs in Verbindung gebracht. Auf der begrenzten Anzahl von Studien sind weitere gut konzipierte prospektive Studien erforderlich, quasi, um diese Ergebnisse noch zu bestätigen. Oder in einer anderen Meta-Analyse sehen wir hier, ein hoher Knoblauchkonsum kann das Risiko von Darmkrebs verringern. Ja? Die Beweise für einen solchen Schutz stammen jedoch hauptsächlich aus Fallkontrollstudien. Ein hoher Verzehr von Aliumgewächsen insgesamt kann mit einer Verringerung des Risikos für kolorektale Polypen verantwortlich sein. Ja, ganz wichtig. Also, kommen wir zum Fazit. Ja. Zwiebelgewächse scheinen einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit zu haben. Doch besonders die roten Zwiebeln, da sie besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, haben wir gerade gelernt, Anthocyane, Flavonoide. Ja. Und vor allen Dingen der Knoblauch quasi sehr hier lobenswert sind. Ja. Dies wurde sicherlich nicht morgens dein Leben verändern, aber wenn man das 30 Jahre lang macht, dann ist das sicherlich irgendwann relevant, ja. Daher sollte man addierend auch weitere Gemüsesorten und viel Gemüse essen, um auf diese Werte zu kommen, die irgendwann diese Schwelle erreichen, wo man sagen würde, boah, jetzt wirken sie wirklich stark halt, ja. Ich hoffe, du konntest wieder etwas lernen. Wenn das so ist, kannst du mich sehr, sehr gerne unterstützen. Aber ich akzeptiere keine Spenden. Es gibt immer Menschen, denen gibt es schlechter als mir, und das möchte ich nicht. Von daher an kannst du mich unterstützen auf purasell.de. So haben wir beide etwas davon. Du bekommst die besten Produkte für deine Gesundheit. Made in Germany, laborgeprüft, unabhängig, ja. Und dadurch unterstützt du mich automatisch auch. Von daher an, Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purasell.de und vor allen Dingen noch mehr Gesundheit. Thank you.